Österreich, eben im Anschluss an das Spiel. Ich begrüße bei mir heute Robert Hennig, der Nationaltrainer der USA und natürlich unser Trainer Igor Milanowski. Hey Dean, das war ein spannendes Spiel. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften nicht verlieren wollten. Wir wollen natürlich gewinnen, aber ich fand auch ein super Spiel und sehr gutes Training für uns. Aber ich muss ja sagen, ihr seid so gut vor vierter Liga. Ja gut, das war ja nicht geplant. Igor, für euch auch, ihr habt richtig gut gekämpft, gut gespielt, Abwehr war okay, war zugepackt und auch im Angriff, da waren einige sehr, sehr schöne Aktionen dabei. Ja, natürlich, wir haben in der ersten Halbzeit den Kreiswerfer nicht so zu fassen bekommen. In der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir uns ein bisschen besser damit eingestellt, aber es hat uns auf der linken Seite so und der Gehre gefehlt, wir mussten dann bei euch aushelfen. Aber ich fand, es war ein schönes Spiel, auch Werbung für andere Sport. Und wir fokussieren uns auf unsere Liga. Wir haben am Samstag auch ein weiteres wichtiges Spiel. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, Igor. Ihr seid jetzt, glaube ich, noch bis Ende der Woche in Deutschland oder noch länger. Und welche Spiele habt ihr noch oder wie sieht eure Planung weiter aus? Wir bleiben bis Samstag, aber spielen nicht mehr in Deutschland, sondern wir fahren in der Schweiz, wir spielen gegen St. Gallen. Und dann ist diese Woche zu Ende, aber unsere Vorbereitung fängt jetzt an für die Pan American Games. Wir haben uns qualifiziert, wir haben Kanada geschlagen und sind jetzt dabei. Sollten wir es gut machen dort, dann können wir sogar zur Olympia. Das würden wir euch auf jeden Fall wünschen. Gary Heinz bei Olympia. Wäre natürlich auch mit einer Szene tolle Sache. Igor, Julian war heute ein bisschen angeschlagen, ist er fit fürs Wochenende? Julian, Bötschiff? Ich hoffe schon. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag dabei ist. Und ich hoffe schon, dass er dann für mich spielen kann. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bedanke mich für euer Kommen. Ich meine, war auch klasse vor 412 Leuten, also Mittwochabend. Dafür vielen herzlichen Dank. Wir haben draußen eben eine kleine Notbehelfbar aufgebaut diesmal. Aber es gibt genug zu essen und zu trinken und ich freue mich, euch beim nächsten Heimspiel gegen diese Mitte wieder in der Halle begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich bei meinem Trainer, Herr Hedin, vielen Dank fürs Kommen und euch toi 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 und eben für die Qualifikation für Olympia. Und bei dir, Diego, wir sehen uns am Wochenende dann wieder drauf beim Heimspiel. Danke, tschüss!